Recht herzlich willkommen zur vierten Folge von Simotrans mit dem Grafikpack 128 German. Ja, wir haben letztes Mal hier reingeguckt, haben gesehen, dass wir hier Getreide haben, was zum Tier, wie heißt die? Oh, warte mal, da muss ich hier mal durchklicken, dann steht der Tierfutterfabrik hinkommt. Aber wenn wir hier reingucken, da müssen wir gerade das Fenster vom Bildschirm verschieben, wenn wir hier reingucken, dann sehen wir, dass der nichts mitgenommen hat. Also wir können gerade nochmal den Fahrplan ändern und nochmal da hinschicken. So, eine Pause rausnehmen. Dreht er ja nochmal um und fährt er nochmal rein und ich weiß noch nicht, warum er nicht das dahin bringt. Das ist für mich jetzt noch schleierhaft. Hier steht noch ein LKW mitten auf der Straße. Das ist, glaube ich, auch nicht so ganz so gut. Müssen wir auch gucken. So, er kommt jetzt hier reingefahren. Machen wir nochmal das Fenster auf mit der Ladung. Und da ist nichts drin. Jetzt bin ich gespannt, ob er was mitnimmt oder nicht. Aber ich meine, er würde nichts mitnehmen. Und da kommt es jetzt... Doch, er nimmt doch mit. Okay, dann lag das dran, dass das sich überschnitten hat von der Zeit wahrscheinlich her. Okay, die landwirtschaftlichen Güter werden also dann weggebracht. Warte mal, ich glaube, Via Menge war das Richtige. So, da kann man richtig sehen, was er mitnimmt, ne? Okay, er hat jetzt 24 Tonnen landwirtschaftliche Güter geladen. Die werden jetzt auf die andere Seite der Karte gebracht. Gut, dann läuft das doch. Ja, hier hatten wir noch Weizen und Gerste. Brauchen die auch? Kriegen die jetzt was? Oder ist dafür die nichts dabei? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber ich glaube, für die ist nichts dabei, weil die... Doch, haben sie auch gekriegt. Weil die Kette eigentlich nicht funktionierte, ne? Oder? Jetzt ist halt wieder leer. Okay. Ich dachte, das wäre richtig Tierfutterfabrik. Aber so kann man sich wohl irren. So, Mehl ist da. Jetzt muss das Mehl dann nur noch zurück. Ich weiß aber nicht, wie sind die auf Paletten? Das würde bedeuten, auf dem Rückweg würde das auch klappen. Ist nur die Frage, ob sich das rentiert, so wie der Zug jetzt zurzeit fährt, ne? Der kostet mich richtig Geld. So, gucken wir mal gerade einmal hier rein, was der macht. Was er, nee, das ist jetzt der Bahnhof selber. Sondern der, auf was wartet der? Auf Kühlwagen. Ach so, der kriegt die Eier, die der Zug eigentlich mitbringt. Und der bringt die dann zum Markt. Und das ist jetzt hier so ein bisschen schwierig, weil der mitten auf der Straße dann steht, ne? Ich glaube, da müssen wir was bauen, damit das nicht ein Problem werden kann, weil er will jetzt hier nämlich seine landwirtschaftlichen Güter, glaube ich, abgeben und steht dann gleich da im Stau. Könnte sein, muss nicht sein, aber ich glaube, es ist so. Müssen wir gleich mal gucken, wie wir das mit der Straße machen. Ich glaube, wir machen hier so ein Depot dann dran auf, ne? So, gucken wir mal. Siehst du, der fährt jetzt durch den tatsächlich durch. Dann ist alles okay, dann können wir das auch so lassen. Ob das jetzt so richtig ist, ist eine andere Frage, aber schlimmer wäre es, wenn er jetzt dahinter steht und nicht überholt, ne? Gut, wie fährt er? War der jetzt hier am Bahnhof? Ich glaube schon. Was hatten die denn hier? Warte, da müssen wir erstmal wieder hier wechseln. Mehl, Zucker und Eier kriegen die. Ob da was ankommt? Ich verfolge jetzt mal gerade den Zug und mache ein bisschen schneller. Hat der was geladen? Nein. Der hat da aber auch nichts geladen, weil er das alles bei der Dingens abgegeben hat. Die Eier hat er auch nicht mitgebracht. Funktioniert irgendwie nicht. Die Kühlwaren müssten aber eigentlich, die Eier müssten eigentlich doch zur Bäckerei gebracht werden. Ah, jetzt hat er Mehl mitgenommen. Das geht hier hin, okay. Da ist nichts passiert. Da auch nicht. Ah, da hinten ist okay, da ist nichts. Da, aber warum nimmt er keine Eier mit? Es müssten doch Eier zum Markt gebracht werden, oder? Jetzt hat er wieder nichts. Aber da lagert genug. Da ist ein Bug drin, oder wie soll man das sehen? Das kann ja so nicht angehen, oder?
Ich guck's mir noch einmal an. Aber ach, was sein kann, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Lieferverträge, ne? Welcher Markt ist das? Das ist der. Okay, das würde passen. Geflügelhof. Ist aber auch der, wo wir vorbeifahren. Und die Norddeutsche Mühle fährt da auch vorbei. Also alles richtig. Und der See. Der Hafen hier. Was ist das für einer? Döbeln wird angefahren. Das ist eine norddeutsche Großbäckerei. Nee. Zuckerfabrik. Die brauchen nur irgendwo Zucker. Und weil der Zucker nicht ankommt, wird nicht gebacken. Wo fährt denn, muss der Zucker? Boah, der Zucker muss dahin. Okay, da müssen wir einen Zucker-LKW da mal gerade besorgen, oder? Warte, wo war das? Das war der Haken, den man hier so schlecht, dieser Back da, ne? Das ist jetzt hier die Zuckerfabrik. Das bedeutet, wir müssen dort noch eine Straße ziehen. Und dann da noch einen Ladeplatz machen für LKWs. Passt. So. Oh, der sieht aber schick aus. War wahrscheinlich auch dementsprechend teuer, ne? Hier steht oben gar nicht einfacher Ladeplatz da dran, ne? Und das wäre jetzt der Durchfahrtsding gewesen, ne? Okay. Egal, spielt jetzt keine Rolle. Wir müssen jetzt gucken, dass wir den Zucker dann da wegkriegen. Aber wenn wir schon hier sind, dann gucken wir natürlich auch, was die brauchen. Ja, der Lieferant ist der norddeutsche alte Bauernhof. Der ist da. Gut, der bringt den Zucker nach da. Das muss also auch angeschlossen werden. Da ist die Karte zu Ende, aber wo ist dieser Ort Döbeln? Wenn der hier oben ist, das ist wohl so, da ist er. Dann ist das eine ganz schöne Strecke dahin. Das würde bedeuten, wir machen da eine Straße hin, die einen Haufen Moos kostet, ne? Der baut ja super toll die Straße hin. Die ist da noch nicht mal verbunden. War das der? Nein, der war das noch nicht mal. Wo ist dieser Hof? Da. Das war auch noch verkehrt. Das obere Stück können wir gleich abreißen. Na, das ist auch noch weg. So, kommen wir da oben lang vorbei. Sieht so aus. Also die Straßenwahl hier ist etwas schwierig. Die sollte eigentlich besser funktionieren, meine ich. War auf jeden Fall sonst so, ne? So, jetzt ist das angebunden. Dann müssen wir dort einen Hof machen. Das wäre der mit 72 dann am günstigsten. Ja, dahin. Und dann brauchen wir einen LKW. Eine Straße steht, oder? Für landwirtschaftliche Fahrzeuge. Gut, Lupe ausgewählt, den Laden angewählt. LKW mit Anhänger. Oh, hier gibt es jetzt schon mehr. Was ist denn das hier für ein Transporter? Jetzt muss ich gerade überlegen. Der
Nee, der war es nicht. Die Großbäckerei wollte ich nicht. Ich wollte jetzt den hier haben und gucken. Der produziert was? Schüttgut. Zuckerrübenschüttgut. Und die Zuckerrüben sind womit zu transportieren? Mit dem Kracher. Und mit dem. Wo kommt der dran? Das ist die Frage, ne? Kann man gar nicht kaufen, oder was? Das Geld alle? Nein. Also, da muss ich hier noch Voranstellen machen. Und dann ist er schon automatisch mit dem passenden LKW verbunden. Gut. Dann müssen wir einen Fahrplan haben, ne? Dann fahr mal von hier nach da. Und beim ersten soll er ruhig 100% laden. Na, das war wieder falsch rumgeklickt. Da ist 100%. Und das ist die Zuckerrübenlinie. Ah, da müssen wir eine neue Linie machen. Schreiben wir mit UE. Und die sollte dann fertig sein und wir können starten, oder? Ist die jetzt da? Nö, die hat er jetzt nicht umbenannt. Das ist doch krass, oder? Naja, wir starten den trotzdem und ändern die Linie gerade hier. Ich nenne die einfach erstmal nur Zuckerrüben. Ja, das Schiff wird da auch irgendwo durch die gehen. Das ist eine Stahldampferdünung. Aber ich weiß gar nicht, wofür der gut ist, ne? Der transportiert mir nix. Ich glaube, der ist über. Ich glaube, den haben wir jetzt auch gerade verkauft. So. Die Zuckerrüben sind unterwegs. Die stehen jetzt auch hier drin. Dann kann ich den wegmachen. Der ist auch ziemlich zügig unterwegs, wie man gerade sieht. Das ist ja schon mal cool. Und der kann auch ordentlich Tonnen machen. So, wenn die Zuckerrüben unterwegs sind, dann wird da Zucker raus und das ist Stückgut. Das heißt, wir brauchen den nächsten LKW. Machen wir gerade zu. Ab zum Depot. Und der Zucker wird mit anderen Fahrzeugen transportiert. Da wäre einer mit Anhänger. Und ich glaube, den können wir da vorstellen, ne? Gut, den brauchen wir auch. Und dann kriegt er auch einen Fahrplan. Jetzt müssen wir nur gucken, wo der hinliefert hier unten, ne? Da muss ich gerade nochmal umschalten. Die Norddeutsche Großbäckerei ist da. Das heißt, wir schicken das zum Bahnhof und fahren dann mit dem Bahnhof weiter. Obwohl der ja schon fast da bald vorbeikommt, ne? Dann der Fahrplan hier nochmal. Und der geht dahin. Jetzt ist die Frage, ob das klappt mit dem 100% beladen oder ob wir den Frachthof dann noch umbauen müssen. Müssen wir gucken, ist eine neue Linie. Zucker schreibe ich da erstmal hin. Gut. Und die gibt es dann da auch wieder nicht. Irgendwie hat er das auch wieder nicht übernommen, aber egal. Lass ihn erstmal fahren. Ich nenne ihn hier um, ne? So, Zuckerlinie läuft auch. Linie 3 können wir löschen, das war das Schiff. Weg damit.
Zucker, Zucker, Rüben, läuft. Fährt auch. Gucken wir gerade, ob da unten schon was angekommen ist. Der LKW müsste schon auf dem Rückweg sein, oder? Ne, er ist noch auf dem Hinweg. Kurz geguckt, wie das Lager hier ist. 40 Tonnen liegen da. Das passt also schon mal. Geld wird immer weniger. Sieht gerade nicht so positiv aus, ne? Hier fährt er richtig miese mit 13.000. Hat auch nichts geladen wieder. Da passt was nicht. So, aber er kommt hier unten an und lädt erstmal. Da ist er. Okay, der kriegt aber auch sofort den Nachschub, dass es läuft. Lager ist jetzt nicht voll geworden mit 35 Tonnen. Da müssten ja eigentlich 40 reingehen, oder wie war das eben? Produziert aber. Okay, das wird dann aber auch klappen. Weiß ich nicht, warum da jetzt 40 war und war jetzt nur 35. Sieht auf jeden Fall gut aus. So, der andere ist angekommen und dann werden wir den Stau gleich da haben wahrscheinlich, ne? Ja, das wäre schlecht. Der LKW hat Anhänger für Bücher. Interessant, ich dachte, da sollte Zucker rein. Also hier haben wir auch noch einen Fehler. Da stand nämlich Zucker. Er kommt auf jeden Fall. Den kann ich auf jeden Fall zumachen. Die Firma kann erst produzieren, wenn sie die Zuckerrüben hat. Muss mal gerade schneller laufen. Ach, das war der Bus, okay. Da kommen die Zuckerrüben. Und der steht jetzt in der Schlange, wetten? Ja, genau so sieht's aus. Das heißt, da kurze Änderung. Und ja, spricht dafür, dass wir demnächst da was ändern müssen. So, jetzt fährt er wieder da rein. Oder auch nicht. Und jetzt holt er die 12 Paletten Stück gut ab. Jetzt müssen wir nur gerade wissen, wie viel da drin ist. Nix. Weil die Fabrik braucht noch so lange. Achso, die Paletten müssen erst voll werden, okay. Weiß nicht, 10 Einheiten oder was sind das? Ja, 10 Einheiten. Das müsste... Ach, der ist sogar schon gefahren. Der hat seine 12 Paletten gekriegt. Okay, dann passt's aber auch. Ja, der packt jetzt wieder rüber. Alles gut. Okay, das Geschäft läuft. Wo ist der? Der fährt auf jeden Fall momentan plus ein. Die Zuckerrübenfabrik läuft. Der Zucker fährt durch die Gegend. Geht also auch. Hier läuft nichts. Der ist gerade da gewesen. Der wartet hier, ne? Genau, das ist alles okay. 38 Paletten, das ist gut. Der kriegt gleich seine Ladung dort. Da müssen wir dann überlegen, wie sich das auswirkt mit den 12 Paletten und 55 Schüttgut hier für die Zuckerrüben, ob das passt. So, der setzt das da gleich ab, aber wahrscheinlich funktioniert es hier nicht, weil er da in der Schlange steht. Machen wir mal gerade schneller. Und genau so sieht's aus. Das heißt, wir müssen den Frachthof da umbauen. Das hat anders keinen Sinn. Würde ich jetzt mal sagen, machen wir hier. Da ist die Einfahrt. Da ist ein Auswahlschild. Ich glaube, wir müssen das noch einen länger ziehen. Dann können wir hier auch noch einen hinmachen. Nee, da wäre... Jetzt machen wir irgendwie einen Korkstein.
Na, das hat ja gut geklappt. Jetzt können wir diese Straße, glaube ich, auch noch finanzieren. So. Jetzt ein Durchfahrtsding hin. 1, 2, 3. Und danach geht's da zurück. Jetzt passt's aber. So, das ist der gleiche wie der. Und wir müssen die Linien jetzt ändern. Der Zucker. Linie ändern. Der ist da. Den machen wir jetzt dahin. Und löschen das weg. Und dann müssen wir den nochmal aufrufen. Der ist aber irgendwo offen da. Fährt er da schon automatisch dann? Nein, fährt er nicht. Wir müssen ihm erst den anderen ankündigen. Und jetzt den. Dann sollte er jetzt links da reinfahren. Und ach, da fehlt noch das Auswahlsignal. Auswahlschild. Passt. So, und der kann da erstmal stehen bleiben, ne? Nee, der bleibt da nicht stehen. Das muss weg, das hat keinen Sinn. Zuckerrüben, Zucker, Getreide, Hafen, Geflügel, Markt. Ich glaube, das ist der, genau. Und die Linie ändern wir dann auch. Hinzufügen ist da. Und er wartet dort auch auf 100%. Und löschen machen wir den. Gut. So, das haben wir geschafft. Jetzt müssen wir dem auch noch sagen, dass er einen neuen Fahrplan hat, ne? Muss der da ein, oder? Nee, shit, jetzt habe ich den Falschen erwischt. Ist klar, ne? War klar, dass der Trecker da ist. So, jetzt haben wir den richtigen. Ach, kann er auch von da aus weiterfahren dann. Gut, den lass mal, weil der so langsam ist, kann der ruhig da. Ich glaube, das rentiert sich am Ende. So, was liegt jetzt hier? Noch nichts, weil wir es offen schon haben irgendwo. Das ist da, Zucker, Großbäckerei, Gerste, Gerste, Weizen, läuft. Er hat seine 12 Paletten, ich will hoffen, dass er gleich auch wieder voll ist. Gut. Wo ist der Zug? Der ist jetzt hier. Und den verfolge ich jetzt mal gerade und lass auch schneller laufen. Der hat jetzt nichts geladen, müsste jetzt aber auf jeden Fall nichts mitnehmen, alles klar. Was soll der Blödsinn? Der Zucker ist doch da. Gut, dann ist das halt nicht so, dann fahren wir hier weiter und gucken hier nochmal nach, warum es hier nicht läuft. Mehl kann er kriegen, Zucker kann er kriegen, Eier kann er kriegen, aber wird nicht gemacht. Und der Markt ist der Verbraucher. Sag nicht ein falscher Geflügel. Nee, der Geflügelhof ist der richtige. Die Mühle ist die richtige. Das ist die Zuckerfabrik. Da ist irgendwer drunter noch. Simo Mehl steht da drunter. Aber das ist ja nur eine zweite Geschichte, oder? Und das sind die Personen. Die machen ja auch nur Mehl, ne? Brauchen Mehl und Weizen. Das brauchen wir aber nicht machen, weil die andere Bäckerei ja da ist. Die Norddeutsche Mühle. Die liefert ja auch.
Das ist die Großbäckerei, die ist angeschlossen. Passt. Ja. Wo ist das Problem jetzt? Denen fehlt das Tierfutter, damit die wahrscheinlich keine, damit die Eier produzieren können. Das Tierfutter kommt von hier drüben. Hier liegt auch ein Schiff, ne? Aber angekommen ist bis jetzt hier noch nichts. So, das war quer rüber und dann war der andere Hafen hier, oder? Da. So, Weizen und Gerste wird da hingebracht. Das sind die Lieferanten. Die und auch der. Und das ist unser Lieferant, der da auf jeden Fall was hinbringt. Also sollte das funktionieren. Die Kette bis dahin steht eigentlich. So, und Abnehmer ist der Geflügelhof. Ist da irgendwas faul? Da steht aber der Trecker schon da, oder? Da muss ich nochmal anklicken. 12 Tonnen landwirtschaftliche Güter. Der bringt dann, aber bringt der das richtig? Ist das so, dass das Tierfutter... Okay, das könnte noch das Problem sein. Da müssen wir mal einmal darunter. Hier zum Depot. Gerade einmal gucken. Wer transportiert denn das Tierfutter? Ja, aber auch der. Nee, das ist das Problem. Da gibt's gar keine... Oh. Die Transportkette funktioniert nicht, weil das Tierfutter nicht weiter transportiert werden kann, oder wie sehe ich das? Schade. Deswegen geht das mit dem Tierfutter nicht. Da fehlt eine Zuordnung oder ne, Tierfutter auf Palette würde ich das jetzt mal transportieren und das kann keiner machen, also klappt das nicht. Hier müssten ja jetzt die Anhänger auswählbar sein. Da ist unser Problem. Ja, gut. Dann war es das erstmal für diese Runde, würde ich sagen. Da muss ich mal überlegen, ob es das bringt, weiterzumachen. Weil, ja, wir kriegen es ja nicht produziert. Tierfuttermäßig, Eier, Mehl, Großbäckerei liegt deswegen brach. Würde ich jetzt mal sagen. Okay, dann recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.